So, dann hoffen wir mal, dass Herr Stahl jetzt auch am Start ist. Guten Tag, Herr Dr. Stahl. Der ist nicht da. Warum zum Geier ist der Vogel nicht in seinem Laden? Sie sehen hungrig aus. Okay. Nö. Obwohl, ich bin hungrig, wenn ich gleich mit der Aufnahme aufhöre, dann werde ich mir erstmal ein schönes Hühnerfrikassee machen. Ja, wohlgemerkt fertig, Futter, ne? Diesmal schon. Stimmfax. Gib her. Akzeptieren. 411. Irgendwas für 411. Oder ähnliches. Am Start. Nö. Ja, Scheibenkleister, ne? Nicht mal nahe dran, ne? Also, der Gatling-Laser hier. Dann würde ich sagen, gebe ich ihm erstmal 10 hiervon. Warte, 100. Ja, genau, 100. Das dürfte gehen. 101. Okay. Nochmal so um die 30. Ach komm. Ja. Also die ganz schweren Äumel, meine ich, werden wir. Kommen Sie jederzeit wieder. Alter Schwede, ich bin fast müde schon. Ja, also habe ich schon letztes Mal gesagt, diese Arbeit hier, also mit dem, also die ich jetzt habe, mit dem Rechnen, mit dem Verkaufen und so weiter, mit dem, also dieses Fallout 3 als Wirtschaftssimulation missbrauchen, ist anstrengender als jegliche Kampftechnik, weil es geht tatsächlich die ganze Zeit immer nur darum, rechne. Ich fühle mich schon wie so ein Taschenrechner irgendwie. Ja, ein Freund mit vollem. Ja, ja, Digga, warte mal. Egal. Nö, du kannst mir nichts reparieren. Aber Crazy Wolfgang hat genau das, was sie brauchen. Wolfgang. Zumindest wenn sie irgendwelchen Schrott brauchen, den ich zufällig habe. Weißt du, hier, nimm. Werd glücklich damit. Ein weiterer zufriedener Kunde. Fick. Ja, irgendwie schon. Ich bin einigermaßen zufrieden mit dir. Dieser Haut gefällt mir gar nicht. Ja. Ich werde mir erstmal mein Inventar vollpacken jetzt hier mit dem Hundefleisch. Oh, ich bin überlastet. Na toll. Ich gebe ihm mal die Pferdmann zurück. Und ich werde. So. Was machen wir als nächstes? Am besten gehen wir einmal rundherum. Wir machen mal die Zitadelle. Ja, und sollte tatsächlich die Dame da drinnen auch nur annähernd an 1000 Ocken sein, nachdem wir ihr die Stimmpacks abgekauft haben, kriegt sie dieses dreistrahlige Lasergewehr oder was auch immer. Ja, Lasergewehr ist es. Ja. Hoffentlich mit genügend Ocken. Ja, eigentlich müssten wir das hier noch looten. Es hört einfach nicht auf, ne? Es hört einfach nicht auf zu looten. Es hört einfach nicht auf, Blödsinn zu machen. Hör auf, Blödsinn zu machen, Honk. Werd endlich fertig. Wir wollen nicht noch 2025. Galaxy News Radio. Gut, danke für die Neuigkeiten. Ja, bitte für die Neuigkeiten. Ihre Anwesenheit. Schön, dass wir uns sehen. Ja, hier ist der Quartiermeister oder so. Kannst du meine Sachen reparieren? Nö. Dann das Angebot. So. Die ist weit davon entfernt. Hier dreistrahliges Lasergewehr. Gerade mal 50 Ocken geschenkt.
Ciao. Oh, 208.000. Ja. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst... Nicht. Das war jetzt mal ein schneller Handel, ne? Würde ich so sagen. Gelehrter Bauditsch, ich möchte gerne Ihren Bericht... Gelehrter Bauditsch. Dieses German English, gelehrter Bauditsch. Wobei, ich finde es ja noch schlimmer, wenn wie bei Divinity 2 Ego Draconis das Englisch so tierisch übertrieben wird, an einem englischen Akzent. Ne? Diejenigen, die das Spiel gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Man kann sich nur wegschmeißen oder die anderen Akzente, so zum Beispiel, das soll wohl südamerikanisch sein. Sie sind eine richtige Landratte, nicht wahr? Das habe ich gleich gesehen. Nee, irgendwie anders. Und dann gibt es Französisch. Oh mon Dieu, ausgerechnet ein französischer Koch und seine Frau, die sich streiten. Das hätte nie passieren sollen. Und wieder überlastet. So, jetzt bin ich voll überlastet. Egal! Ich dachte, ich hätte... Ich glaube, das war jetzt nicht so schlau. Ich glaube... Ich habe einen großen Fehler gemacht. Das Ödland der Hauptstadt? War ich das? Warte mal. Ich müsste mal auf die Zeit gucken. Leider werden keine 37 Stunden, glaube ich. Schiete. Entschuldigung. Ich habe irgendwie... Kacke. Na? Wir könnten höchstens in Canterbury Commons... Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Entschuldigung. Warte mal. Was ist los? Digga. Sehen Sie sich die Speisekarte an und sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann. Ja, das Blöde ist jetzt daran, dass ich jetzt nicht weiß, wo... welcher Schnellspeicherstand das jetzt ist. Okay, ich habe scheinbar alles verkauft. Lass mich mal gucken. Wir haben hier nur das Beste. Handverlesen aus der... Ja, jetzt muss ich den ganzen Quatsch nochmal machen. Entschuldigung. Los. Ja, tschüss. Ich bin irgendwie jetzt ein klein wenig, Was tust du da? Ja, Ruhe, Digga. Rüber nach Megaton. Und weiter geht's. Entschuldigung. Jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Vögelchen, komm mal her. Was macht der denn da? Ja, was gibt's? Du sollst keinen Blödsinn machen. Alles klar. Viermal Altmetall, tatsächlich. Okay. Entschuldigung. Ja, jetzt das in Zeitraffer schneiden, das bringt jetzt auch irgendwie nichts. Ja. Halt mal, Gatling Präzisionslaser wird ein bisschen
sehr teuer werden. Ich mach mal lieber Höllenfeuerrüstung der Enklave. Ja, okay. Entschuldigung. I'm so sorry. Sei still. Alles klar. Höllenfeuerrüstung der Enklave. Da sind 40, okay. Ich werde ihm mal versuchen, die ganzen 12 reinzudrücken. Ich werde ihm versuchen, 6 reinzudrücken. 6. Hier, nimm 6, Digga. Nicht mal 6 kann er. Alter. Nee, ne? So, und ein Höllenfeuerhelm vielleicht. Und der Flash. Hochleistungsofen. Warte, giftloses Rad. Er kann keinen einzigen Punkt mehr tragen. Okay. Und ich werde folgen. Ja, alles klar. Dass da immer so eine lange Pause ist. Das stört mich jetzt ganz besonders. Okay. Halbe Stunde mache ich auf jeden Fall noch. Das ist eine Drohung. So. Ich pack mal das Insta-Püree hier rein. Ja, vielleicht mache ich sogar jetzt besser als vorhin. Warum gibt es diesen ich weiß warum. Ich sollte vielleicht den Schnellspeicher ja. Aber vorhin hat es geklappt, dass wir die Leute da vor der Tür abgeschossen haben. Warum diesmal nicht? Wahrscheinlich, weil ich überlastet war und dann sollte ich vielleicht erstmal verkaufen und dann beim Abhauen den Wachposten wegbasteln. Oh mein Gott. Ja, ich brauche mehr Kaffee. Ja, ich sollte mal lieber die Teetasse nach hinten stellen und den Kaffee nach vorne holen. Ist auf jeden Fall passender. Kleiner Schluck auf. So, dann gebe ich erstmal Walter sein Edelmetall. Warte mal. Alter, das war aber nötig. Also jetzt schaffen wir es auf keinen Fall. Halt deine Klappe. Hätte ich wegen dir nicht so oft laden müssen, ne? Walter. Wo ist Walter? Ach so, da. Ja, was denn? Ja, Altmetall? Ja, hier nimm. Mein. Ja, ich frage mich immer noch, ob das überhaupt irgendwas bringt. Hallo. Oder ob der einfach das Altmetall einsteckt und immer gesagt wird, ja, gutes Karma, ne? Weiß Bescheid. Okay. Oh, wussten Sie schon? Ja, das wissen wir alles. Was darfst du? Gib mal her dein Stimmpack-Kram und lass mich mal sehen. 400. Dreistrahliges Lasergewehr, Digga. Hier der Flammenwerfer, der passt doch gut. Und 4 hiervon, wenn ich das hinkriege. Da war es schon. So, klack und fertig. Gute Jagd. Ja, ich glaube, diesmal kriege ich das Handeln zumindest besser hin. Halt mal. Bin irgendwie schon ein bisschen durch gerade. Ja, wie gesagt, dieses Gerechne und dieses Geplane ist eigentlich anstrengender. Super Tag heute, was? Ich weiß nicht so recht, Kollege. Das darüber kann man gespaltener Ansicht sein. So. Nicht schießen, bitte. Gob, pass mal auf. Für Sie doch gerne.
du gibst mir mal deine Stimmbugs. Ich schau mal, 999. Wenn du es umdrehst, sind es 3x6. Ja, ich höre einfach nicht auf. So, Gift-Tuse des Rat-Skorpions. Hochleistungs-U-Fan. Ja, den kannst du mal haben hier. Und ein Höllenfeuerhelm der Enklave. Und dann das noch oben drauf. Und weißt du was? Nee, besser nicht. Aber warte mal, das Plasma-Gewehr. Guck mal. So, und jetzt sage ich nochmal so. Und jetzt kriegst du nochmal zweimal. Er hat nämlich exakt noch. Na, welche Anzahl? Ach komm. Ja, nimm. Okay. Bis bald. Bis. Ich mag das nicht hören, was du da sagen willst die ganze Zeit. Ich muss nochmal das Plasma-Gewehr durchtauschen. Deswegen muss ich jetzt einmal hier oben rundherum. Oder weißt du was? Ach komm. Nein. Pass auf. Wir gehen wieder unseren ganz normalen Weg. Was der gar nicht sein? So normal ist. Sei ruhig. So, mürrischer Doktor, Herr Stahl und dann. Wovon Frau Stahl ist, ne? Also sie liegt hier draußen nirgendwo rum. Sie ist einfach verschwunden. So wie unsere ganzen Karawanenführer. Meine Güte. Ja, ja, sei mal ruhig. Wollen Sie nach. So. 600, ein Kronkorken, okay. Diese drei Höllenfeuerhelme kannst du gerne haben. Dann diese Powerrüstung der Enklave obendrauf. Und dann hast du noch 100. Weißt du, den ganzen Kleinkram hier, den ich noch habe? Die Fancy Let's Kuchen und so weiter. Hier ist ein Gatling Laser. Ob wir das jemals loswerden? Den ganzen Quatsch. Warte mal. Hier 30 davon. Ja, funktioniert. Hey, der hat uns einen fairen Preis gegeben. Sind Sie fertig? Gut. Nicht so fertig wie du. Weg. So, jetzt Herr Stahl, dann einmal kurz das Plasmagewehr durchtauschen. Und vielleicht noch ein bisschen Nachschub holen. Aber diese faule Sau, ne? Ist immer noch nicht da. Der kommt erst mittags in die Hütte, oder was? Der kommt wahrscheinlich gar nicht. Vögelchen Stahl. Da. Leo nimmt weniger aus der Kasse. Wir sehen uns später, Andy. Sollte Herr Stahl jetzt auch tot sein? Ups, ich hänge fest. Der erneute Besuch in Megaton. Das mache ich jetzt ja? Nicht. Was darf denn sein? Ich mache das jetzt nicht laut. So, hat er eigentlich ein Inventar voll? Was gibt's? Alles klar. Ja, er hat ein Inventar voll. Hätte ich das gewusst, ne? Und ist gefeuert, Sharon. Ja, sollte ich das nur eines Tages mal sagen können, so 2025, dann werde ich mich echt freuen. Habe ich hier noch was drin? Nö, habe ich nicht. Ich packe mir noch mal ein bisschen was ein hier. Höllenfeuerrüstung der Enklave. Erstmal kommt das Plasma-Gewehr. Nee, weißt du was? Ich nehme einfach eins zusätzlich mit.
Das ist dann aber auch das Einzige, was ich noch habe. Hier dieses und ja, ich pack die alle ein. Und nee, die kriege ich nicht mehr unter. Ja, Minigun ist tierisch viel wert. Das hat ein gewisses Gewicht. Das nehme ich auch mal mit. Ja, nee, das wäre zu viel. Weißt du, ich lasse mal ein bisschen was an Platz. Wer weiß, was so alles passiert, ne? Man weiß ja nie. Oh, an genau dieser Stelle waren wir alles schon mal. Ich mache mal einen Schnellspeicherstand. Halt. Jetzt hätte ich doch tatsächlich jemanden vergessen. Einmal dürft ihr raten, wen. Halt mal, ich guck mal kurz, ob der Herr Stahl sich inzwischen irgendwo in seinem Laden eingefunden hat. Wozu der bin ja? Ich? Der hat heute Besuch im Megaton. Wo ist der Vogel? Der kommt heute Arbeit einfach nicht zur Arbeit, ne? Der Vögelchen. Kann ich behilflich sein? Megaton-Siedler. Sitzt der vielleicht oben irgendwo und will nicht arbeiten? Sieht so aus, als wäre der Vogel einfach verschwunden. Egal, vielleicht wenn wir das nächste Mal wiederkommen, ist er wieder da. Oder er sitzt da im Kühlschrank.